Herzlich willkommen. In diesem Tipps und Tricks Video zeige ich Ihnen die Anlage und Verwendung von Textbausteinen in GEWIS ERP belegen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie man Textbausteine anlegt und natürlich auch verwendet. Wobei das Verwenden, denke ich, wird bei Ihnen kein Problem sein. Sie wissen, wenn Sie in einer Belegzeile sind, ich bin hier einmal in einem Auftrag, gehen Sie in die Zeile, nehmen in der Spalte Art Artikel heraus und bewegen sich zur Spalte Nummer. Dort können Sie dann die Textbausteine auswählen, die hinterlegt sind. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie solch einen Textbaustein anlegen, um ihn dann verwenden zu können. Dafür setze ich einmal das Fenster auf Minimiert und habe schon im Hintergrund einmal die Abteilung Finanzmanagement gewählt, denn dort findet die Einstellung statt. Ich gehe dann dort zu den Standard-Textcodes und bekomme in einem Fenster die Standard-Textcodes angezeigt. Oben links habe ich den Schalter Neu. Ich klicke einmal auf Neu, gebe einen Code ein, ich nehme das einmal als Video und kann dort eine Beschreibung eingeben. Ich schreibe dort einfach einmal in einen Videotext. So, wenn ich das dann getan habe, sehen Sie hier oben den Schalter Textbausteine. Dann bekomme ich in ein Fenster, wo ich jetzt hier unten den Text eingeben kann. Dafür gebe ich einmal noch mit dem Schalter Neu das Signal, dass ich einen neuen Text eingeben möchte. Sie sehen, da sind hier oben auch entsprechend die Schalter und Eingabemöglichkeiten weiß. Ich nehme das einmal für alle Sprachen. Das Startdatum soll heute sein. Und hier unten schreibe ich jetzt einfach einmal den Text hinein. Moment. So, hier einmal auf Bearbeiten. Jetzt kann ich den Text hineinschreiben. Dies ist der Beispieltext für unser, und ich gehe einmal in die nächste Zeile, für unser Tipps und Tricks Video. So, das soll es sein. In dem unteren Teil in den Registerkarten sehen Sie, Sie können einstellen, für welche Belegarten im Verkauf oder Einkauf oder Anlieferung oder Kontrakte oder Produktion verwendet werden sollen. Ich will es dabei einmal bewenden lassen. Ich klicke auf OK. Noch einmal auf OK, dort ist der Eintrag. Und Sie sehen hier in der Liste jetzt Video aufgenommen und ich beende das komplette Fenster mit OK. So, jetzt möchte ich das natürlich ausprobieren. Öffne wieder das Fenster mit dem Auftrag und werde genau einmal auf in der Spalte Nummer entsprechend die Liste öffnen. Gehe ans Ende, Sie sehen dort Video, wähle Video aus, bestätige das, es öffnet sich das Fenster, wo ich den Text eingeben und auch weiter bearbeiten kann, denn in diesem Fall ist ja schon ein Text vorgespielt. Und hier kann ich es ganz normal mit Text bearbeiten, ich kann über Editieren etwas dazu schreiben, etwas verändern oder ganz einfach mit OK in den Beleg eingeben. Das soll es für dieses Video einmal sein. Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Video in Ihrer Arbeit mit GEWIS ERP unterstützen. Sollten Sie noch Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv@gws.ms. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder mit dabei.